Moment da. Ja, wir lassen nur schöne Fotos machen. Warte, schau, du musst einmal, bevor du beginnst. So, sehr geehrte Damen und Herren Medienvertreter, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu unserer Pressekonferenz hier im Lugner Center. Und an dieser Stelle möchte ich mich bei den Betreibern sehr herzlich bedanken, dass sie uns das zur Verfügung stellen konnten. Werte Damen und Herren, es spielen sich zum Teil dramatische Szenen in der Hotelleriebranche, in der Gastrobranche, in der Tourismusbranche ab. 4 von 5 Hotels haben entweder schon geschlossen oder werden in den nächsten Wochen schließen müssen. Es mangelt an Touristen, es mangelt an Gästen und ein weiteres Offenhalten macht hier kaum noch Sinn. Längst sind Spezialisten von internationalen Ketten unterwegs, die hier auf Schnäppchenjagd sind, auf Hotels Ausschau halten, Gastronomiebetriebe Ausschau halten und mit den Banken längst verhandelt. In der Gastrobranche ist es ähnlich. Es ist nur zeitversetzt. Nach dem Lockdown im Frühjahr konnten die Gastrobetriebe zwar wieder aufsperren, aber es lohnt sich kaum. Umsatzeinbußen mit bis zu 50%. Ist es fast besser, man hätte geschlossen, als man lässt das Lokal offen. Tatsache ist, man bemüht sich natürlich, die Kundschaft nicht komplett zu verlieren und versucht mit den letzten Reserven das Leben, das wirtschaftliche Leben aufrechtzuerhalten. Genau die Gastronomiebranche ist es, die seit Jahren gebeutelt wurde. Man denke zurück an die Nichtraucherverordnung. Der Gastronom konnte die Entscheidung treffen, ist ein Raucherlokal, ist ein Nichtraucherlokal, entscheidet er sich für die eine Seite, verbrillt er die anderen und weist die Kunden, die rauchen, vor die Tür. Entscheidet er sich für die andere Seite, ist er ein Raucherlokal, kommt ihnen kein Nichtraucher mehr. Somit gab es die dritte Möglichkeit, investieren in den Nichtraucherschutz, Zonen zu schaffen, wo Raucher und Nichtraucher in einem Lokal verweilen können. Der Gastronom hat investiert, hat Kredite aufgenommen, hat sich verschuldet. Am Ende, wir wissen es alle, kam es dann so weit, dass die Investitionen quasi umsonst waren. Es kam das Nichtrauchergesetz und in den Gastronomiebetrieben war das Rauchen wieder verboten. Kurz darauf die Registrierkassenverordnung, der nächste Schuss auf die Gastronomen. Es waren wieder Investitionen nötig und was am Ende alles dazu geführt hat, dass die Reserven weg waren. Reserven, die ein Wirtschaftsbetrieb dringend nötig hat und dringend braucht, um eben Personal zu finanzieren, um Investitionen zu tätigen, um Mieten zu zahlen, etc., etc., etc. Hier in der Gastrobranche ist ein ähnliches Schicksal, was wir voraussehen, dass internationale Gastroketten, internationale Hotelketten die Betriebe aufkaufen um einen Apfel und ein Ei. Es wird längst mit Banken verhandelt und wenn man sich jetzt vorstellt, dass seit 25 Jahren möglicherweise ein Kredit zurückbezahlt wird, es sind 15 Jahre vergangen, es sind vielleicht 18 Jahre vergangen, die ausständige Summe ist nicht mehr eine astronomische, aber es ist so, dass der Kredit fällig gestellt wird, weil eben die Monatsraten nicht beglichen werden können und dann wird der ganze Betrieb zu einem Schnäppchen an den Meistbietenden versteigert bzw. verkauft. Das sind Szenen, die wir für Wien nicht haben wollen. Es ist daher nötig, eine Petition zu unterschreiben. Ich lese Ihnen die Petition, die wir hier vorbereitet haben, vor. Wir als Team HC Strache stellen uns hier nachhaltig an die Stelle der Betroffenen in Wien und haben bereits eine Petition eingebracht, mit welcher wir die Aussetzung aller Landesabgaben für Hotels, Gasthäuser, Restaurants, Kaffeehäuser bzw. sämtlicher Tourismusbetriebe für mindestens 6 Monate und einen Schuldenschnitt bei Sozialversicherung und Finanzamt fordern. Meine Damen und Herren, es ist nicht 5 vor 12, es ist auch nicht 5 nach 12, es ist genau 12 Uhr. Und wenn jetzt die Stadt Wien sich nicht hinter den betroffenen Betrieben bzw. Branchen stellt, dann ist es vorbei, dann ist Wien nicht wiederzuerkennen. Dann ist es vorbei mit der Kaffeehauskultur, mit der Gastwirtschaftskultur und dann ist es so, dass praktisch Wien einen komplett anderen Blick hat. Danke. Ich gebe weiter an den Bundesobmann Heinz-Christian Strache. Danke an den Generalsekretär Christian Höbert. Okay. Schon Sessel rücken noch mit den Mikrofonen.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott. Ja, einen schönen Mittag hier in der Lugner City im Kinosaal 10. Ganz eine spezielle Location, die wir uns heute ausgesucht haben. Sie werden dann ja auch wissen, warum. Das wird dann der Heinz-Christian Strach auch entsprechend präsentieren. Von meiner Seite möchte ich jetzt auf einen Punkt eingehen. Wir hatten ja 100 Tage vor der Wahl, die ja jetzt am 11. Oktober stattfinden wird, eine Pressekonferenz abgehalten, wo wir unsere Wahlbewegung sozusagen eingeleitet haben. Und heute mit dem jetzigen Tag, in 10 Tagen wird gewählt, wird der Wiener Gemeinderat, der Landtag gewählt, es werden auch die Bezirksvertretungswahlen gewählt und es liegt jetzt an mir, Ihnen ein bisschen was zu erzählen, was sich seit dieser Zeit getan hat, nämlich in Wahrheit seit dem 15. Mai diesen Jahres, wo Heinz-Christian Strache sein Comeback in den Wiener Sophiensälen mit dem Team HC Strache Allianz für Österreich eingeläutet hat. Mit sehr vielen anständigen, ehrlichen Mitstreitern, die gesagt haben, wir wollen diesen Weg mit HC Strache gehen. Wir haben danach sofort begonnen, Strukturen zu gründen. Ja, wir haben ja doch schon, wir hatten zu dem Zeitpunkt schon hunderte Mitarbeiter und uns war wichtig, dass wir das sehr rasch in Strukturen gießen, Einheiten bilden, die uns dann letztendlich auch im Wahlkampf und in der Vorphase des Wahlkampfes unterstützen. Wir haben unsere Kommunikationskanäle entsprechend gestärkt und auch aufgebaut. Es gab damals schon in den sozialen Medien entsprechende Auftritte und da haben wir einen sehr starken Hauptaugenmerk darauf gelegt. Wir haben dann begonnen, natürlich auch die entsprechenden Formalkriterien der Stadt Wien zu erfüllen, die es nämlich für eine neue Partei gar nicht einfach macht, bei den Gemeinderatswahlen anzutreten. Nämlich, wir mussten Unterschriften sammeln. Wienweit waren es knapp 3000, die man dafür benötigt hat. Wir haben dann unsere hunderten Mitarbeiter und Funktionäre und Sympathisanten zusammengeholt und sind dann wirklich sprichwörtlich ausgeschwirrt vor die Bezirksämter und haben dann sehr rasch, und das Sie wissen, es gab ja eine 4-Wochen-Frist, um die Unterschriften zu schaffen. Wir haben das nach etwas mehr als knapp 2,5 Wochen hatten wir die Unterschriften beisammen. Und ich darf nochmals in Erinnerung rufen, wir haben dann letztendlich knapp 5.500 Unterschriften gesagt. Warum ich das hier erwähne? Weil ja gewisse politische Mitbewerber schon damals feigsten, ja ob die überhaupt die Unterschriften schaffen werden. Ja, wir haben die Unterschriften zusammenbekommen und deutlich mehr, als eigentlich notwendig war. Wir haben dann unsere Kampagne konzipiert für den Wahlkampf. Ich möchte erinnern, unser erster Claim, wie man so schön sagt, die Klammer des Wahlkampfes, gemeinsam aufstehen für Wien. Was hat das bedeutet? Heinz-Christian Strache, so wie er gerade neben mir sitzt, ja, hat eine bewegte politische Laufbahn hinter sich gebracht, war Vizekanzler dieser Republik, wurde durch ein kriminelles Netzwerk plus die politischen Rahmenbedingungen danach, ja, wie bei einem Boxer, wie er auch selbst immer sagt, mit einem Tiefschlag versetzt, zu Boden gebracht. Aber es gibt ein Sprichwort, das heißt, wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und er hat sich gemeinsam mit uns wieder aufgerafft, er ist aufgestanden, und ich kann Ihnen sagen, er ist heute entschlossener und stärker als je zuvor, um dieses Comeback letztendlich auch zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Wir haben dann einen durchaus bemerkenswerten Wahlkampf gestartet. Viele persönliche Kontakte waren uns wichtig. Wir haben eine sehr gute, teilweise wirklich hervorragende Zustimmung erlebt. Vor etwas mehr als 2 Wochen waren wir in Wien-Floridsdorf. Ja, eines der Wohnzimmer von HC Strache in der Vergangenheit bei der letzten Wienwahl, über 40%. Und wir haben dort am Jedlesjahr Kirtag einen unglaublichen Zuspruch erlebt. Das war eine richtige Kraftquelle, wo wir bemerkt haben, wie die veröffentlichte Meinung aussieht, ja mit diesen sogenannten Umfragen, wo man 4, 5, 6% gibt, auch spannend. Bei einer Bürgermeister-Direktwahl geben 10 bis 12% der Wiener an, HC Strache wählen zu wollen und dann versucht man uns künstlich in den Keller zu drücken und ich kann Ihnen garantieren, hier wird am Wahltag sicherlich auch ein anderes Ergebnis sein. Also wie gesagt, persönlicher Kontakt war uns immer sehr wichtig. Wir werden den persönlichen Kontakt mit den Wählern auch nächsten Mittwoch am 7.10. beim Fest der Freiheit am Viktor-Adler-Markt erfolgreich zu Ende
bringen, wo wir natürlich die Corona-Maßnahmen der Regierung auch zum Anlass genommen haben, obwohl wir uns dort, Klammer auf, natürlich an die Verordnung halten werden. Wir werden entsprechende Abstände, auch Markierungen setzen, bei Wunsch auch Masken ausgeben, bei Wunsch. Aber dort werden wir natürlich unseren Wahlkampf entsprechend abschließen und wir sind guter Dinge, diesen Platz dort auch entsprechend zu füllen. Ja, unsere sozialen Medien, da habe ich erst vorgestern eine sehr interessante Statistik gelesen, mit, das kann ich hier ganz offen sagen, mit 5.000 bis 7.000 Euro, die wir im Moment im Wahlkampf, vor allem auf Facebook, für Promotionen ausgegeben haben bzw. noch ausgeben werden, konnten wir fast 400.000 Interaktionen sicherstellen. Und das hat zwei Gründe. Das ist auf der einen Seite, sind das unsere interessanten Beiträge. Wir setzen sehr stark auf Kurzvideos, auf Grafiken, die sozusagen gleich ins Auge springen, aber natürlich auch die Marke des HC Strache. Ja? Also er interessiert, er polarisiert. Und er elektrisiert nach wie vor sehr viele Menschen und auf dieses Zugpferd der sozialen Medien setzen wir. Und jetzt, Sie sehen es hinter mir, läuten wir die letzte Phase unseres Wahlkampfs ein. Es geht jetzt um Mobilisierung, denn was wir natürlich alle nicht wissen, durch die Angstmacherei und Panikmache der Bundesregierung, wurde hier dennoch ein Klima der Angst geschaffen. Ja, wo man schon fast sagt, ja, geht's nicht zur Wahl, besorgt sich ja Wahlkarten und wenn, na gerade, dass man nicht als Wähler schon den Schutzanzug anziehen muss, um eine Wahlzelle betreten zu können. Ja? Aber für uns bedeutet das, wir wollen mobilisieren und Sie sehen hinter mir die Einleitung unserer letzten Phase, mein Comeback in deinen Händen, also sehr persönlich, das ist einfach das Angebot von uns, von HC Strache, ja, letztendlich mit dem Abschluss HC Strache jetzt oder nie insofern aufzufordern, als mit einer Stimme für das Team HC Strache, mit HC Strache das Comeback zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Ja, letztendlich haben es die Wiener in der Hand, der Souverän, das Wahlvolk hat immer recht und ich persönlich bin felsenfest überzeugt, dass wir am Wahltag eine entsprechende Überraschung erleben werden und übergebe jetzt das Wort an HC Strache. So, ich sage auch einmal ein recht herzliches Grüß Gott zur heutigen Pressekonferenz. Ja, wir haben, wie gesagt, wirklich eine Entwicklung, wo man sich zu Recht wirklich große Sorgen macht. Der Karl Baron hat ja mit seiner Petition das schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich glaube, es sind zwei Bereiche, die heute sozusagen in der Gesellschaft zu beachten sind. Einerseits diese dramatische Situation, wo uns die Regierung mit ihren überbordenden, angst- und panikmachenden Aktionen in eine Wirtschaftskrise geführt haben, wo heute zigtausende Unternehmen vor dem Ruin stehen, vor, ich sag, ja, dem Scherbenhaufen ihrer Existenz im wahrsten Sinne des Wortes stehen, nämlich unverschuldeterweise, und dahinter hunderttausende Bürger bedroht sind von einer nachhaltigen Arbeitslosigkeit, wo unsere Umschulungsprogramme nichts nützen oder helfen werden, wenn die Betriebe zugesperrt haben und es die Arbeitsplätze nicht mehr gibt. Das heißt, das ist eine dramatische Situation bis hinein in den Bereich der Grundbürger- und Freiheitsrechte. Und da muss man wirklich jetzt dagegen halten, denn man hat ja den Eindruck angesichts der gesamten Entwicklungen, dass die Regierung in Wahrheit einen zweiten Lockdown vorbereitet. Das macht den Anschein, genauso agiert man und das macht Angst, denn das bedeutet, dass jeder jemanden kennenlernen wird, der seinen Betrieb nicht mehr fortsetzen und fortführen kann, der zusperren muss, der arbeitslos geworden ist und der verzweifelt ist, weil er nicht mehr weiß, wie er seine monatlichen Lebenserhaltungskosten decken kann. Das ist das eigentliche Drama, in dem wir uns heute befinden. Und so gesehen ist es wichtig, auch kommende Woche mit der großen Kundgebung am Viktor-Adler-Markt, nämlich dem Fest der Freiheit, auch klar und deutlich hier Position zu beziehen am Viktor-Adler-Markt. Und kommenden Mittwoch, am 7. Oktober, werden wir ab 16 Uhr auch mit dem Fest der Freiheit unser Signal setzen. Wir haben darüber hinaus aber Notwendigkeiten, die wir einschlagen müssen. Es braucht eine Vision für die Wirtschaft Wiens. Also da muss was passieren. Neben den Hilfestellungen für die Betriebe braucht es zusätzlich eine Vision. Wir erleben ja schon lange vor Corona, dass es eine Betriebsabwanderung gibt aus Wien. Das heißt, bevor überhaupt die dramatische Entwicklung durch Corona gekommen ist, gab es schon 18.000 Betriebe, die im Jahr 2018 von der Stadt Wien
weggesiedelt sind, weggewandert sind, Absiedelungen von Wirtschaftsbetrieben, weil einfach Wien nicht mehr wirklich diese Attraktivität hat, die notwendig wäre, um Betriebe anzuziehen. Das heißt, wir müssen uns auch überlegen, wie wir in Wien eine Sonderwirtschaftszone einrichten. Nämlich nach dem Beispiel letztlich auch der Sonderwirtschaftszone in Lodz in Polen, wo man im Sinne eines Standortwettbewerbs mit einer Sonderwirtschaftszone alles dazu beiträgt, damit Betriebe sich ansiedeln und Arbeitsplätze geschaffen werden können. Die Förderung in einer solchen Zone erfolgt natürlich also für Investitionen und die Schaffung neuer Arbeitsplätze durch eine Steuerbefreiung, die wir da vorschlagen, und die Beseitigung bürokratischer Hürden. Und die Förderhöhe kann dabei abhängig von der Unternehmensgröße bis zu 70% des Investitionsvolumens betragen. 70% des Investitionsvolumens kann da übernommen werden sozusagen als Förderung, und dabei muss eine Mindestinvestition, ein Mindestvolumen von mindestens 200.000, 300.000 Euro dort in den Standort investiert werden. Also das wäre sicherlich auch ein wichtiger und richtiger Schritt, um hier Anreize zu setzen, wie wir auch in Wien wieder positive Impulse zusätzlich schaffen können. Was es natürlich auch braucht, ist den Wiener Bildungssektor in Zeiten wie diesen zukunftsfit zu machen und eine verlorene Corona-Generation zu vermeiden. Ich muss das immer wieder betonen. Durch diesen Lockdown laufen wir Gefahr, eine verlorene Corona-Bildungsgeneration zu haben. Und Bruno Kreisky hat das einmal richtig gemacht. Der hat zu Recht gesagt, ich werde die Schulbücher kostenlos den Schülerinnen und Schülern möglich machen. Genauso brauchen wir jetzt auch das Tablet, ja, das kostenlos allen Schülerinnen und Schülern möglich gemacht wird, damit sie in Zeiten wie diesen auch natürlich, wenn es um IT geht und wenn es um neue, moderne Lernmethoden geht, auch um diese moderne Kommunikationsebene geht, um dem Unterricht vielleicht sogar im Homeoffice folgen zu können und vieles mehr, da natürlich zu unterstützen. Und ja, wir brauchen die Übernahme auch der Kosten für unternehmensbezogene Weiterbildung von Mitarbeitern. Auch das ist notwendig. Und die Einrichtung eines geförderten Praktikumprogramms, um die Ausbeutung junger Menschen zu verhindern und gleichzeitig die Weitergabe von Know-how und Erfahrung der Unternehmen bereits in der Studien- und Schulzeit eben zu ermutigen und eine praktische und angewandtsorientierte Ausbildung neben dem theoretischen Lernen ist natürlich der Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft. Wir brauchen auch die Wiederbelebung des Humboldt-Ideals und des Leistungsprinzips in den Universitäten und die Förderung auch von Fachhochschulen und ja auch die Einführung der Höchstgrenze von 30% bei Schülern nicht deutscher Muttersprache. Das wäre besonders wichtig, gerade in Zeiten wie diesen, wo wir das Integrationsversagen amtlich mit auf den Weg bekommen haben, weil wir schon 64% der Schüler an den Volksschulen haben, die keine deutsche Umgangssprache mehr sprechen und dort einfach massive Defizite vom Kindergarten weg in den öffentlichen Volksschulbereich beziehungsweise bis am Ende des Pflichtschulbereichs der Fall ist. Da müssen wir gegensteuern und da braucht es eine Einführung einer Höchstgrenze bei Schülern nicht deutscher Muttersprache pro Klasse von 30%. Und Schüler nicht deutscher Muttersprache können mit der Ablegung einer Sprachprüfung vor Schulbeginn dann von dieser ausgenommen werden. Das wäre der sinnvolle Ansatz. Dann könnten wir dort auch dafür Sorge tragen, dass man die Integration in unser Wertesystem einerseits sicherstellen kann und natürlich auch darauf den Schwerpunkt legt, die deutsche Sprache auch entsprechend sicherzustellen. Und natürlich ist es auch wichtig, den durch Corona gefährdeten Generationenvertrag wieder herzustellen, denn auch das ist der nächste Wahnsinn, der auf uns zukommt. Dass dieser Generationenvertrag, wenn es um die Sicherungen der Pensionen geht, in Wahrheit in der Form mit solchen Krisen nicht zu gewährleisten ist, wenn wir nicht gegensteuern. Und da braucht es natürlich Förderprogramme für die Aufnahme älterer Arbeitnehmer, denn Erfahrung ist eine Ressource und keine Belastung und insbesondere natürlich auch die Weitergabe von Know-how an die in Ausbildung stehende junge Generation und auch eine komplette steuerliche Freistellung beziehungsweise einen Ausgleich der Steuerbelastung bei Zusatzeinkommen von Pensionisten, denn ich sage, Arbeitswilligkeit ist zu fördern und nicht durch Abgabenbelastungen zu sabotieren. Und dann ist natürlich auch ein wunderschönes Beispiel in unserem Nachbarland gegeben, wo man zusätzlich einen Anstoß geben sollte, den ich auch in Österreich umgesetzt wissen will, nämlich in Wien beginnend, aber auch auf Österreich umgelegt, nämlich das Modell der ungarischen Familienförderung. Ein unglaublich tolles Modell, wo das Augenmerk speziell auf die Frauen gelegt und gerichtet wird, eine Starthilfe für Jungfamilien durch staatlich geförderte Kredite und Teiltilgungen bei Familiennachwuchs der Fall ist. Jede Frau unter 40 erhält zu ihrer
ersten Heirat die Möglichkeit eines staatlichen Kredits. Da müssen wir natürlich dann überlegen, in welcher Höhe können wir das möglich machen. In Ungarn sind es 31.000 Euro. Ja. Bei Geburt des ersten Kindes wird die Rückzahlung des Darlehens für 3 Jahre ausgesetzt. Beim zweiten Kind wird 1/3 der Darlehenssumme erlassen und beim dritten Kind die gesamte Summe. Das nennt man dann wirklich ein Familienförderungspaket im positiven und nachhaltigen Sinn. Sowas würde ich mir auch bei uns in Wien wünschen und kann ja von Wien dann ein Modell für Österreich werden. Aber das wären richtige und notwendige Ansätze in Zeiten wie diesen. Und bevor wir dann zur Präsentation sozusagen des Songs kommen, ja, ich möchte es noch einmal festhalten, es war eine unglaublich tolle Zeit und die letzten 10 Tage werden noch einmal sozusagen spannend. Ja, aber eines war klar, das hat man im Jedler sehr Kirtag gespürt. Ja, und da bin ich, ich sage, lange genug in der Politik tätig, um Stimmungen wahrzunehmen und vor allen Dingen die Stimmung des Volkes wahrzunehmen. Und das war am Jedlerseer Kirtag ein wirklich toller Kirtag, wo man gesehen hat, wie viele Menschen da positiv reagiert haben und gesagt haben, lass dich nicht runterkriegen. Diese Schweinereien, die dir gegenüber da aufgeführt werden. Das ist ja, es hat eine unglaubliche, intrigante Methode, diese ganze Anpotzerei. Gut, dass du aufgestanden bist. Wir brauchen dich, denn du bist derjenige, der politisch ihnen Feuer unterm Hintern macht, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn es darum geht, der rot-grünen Allmacht entschieden entgegenzutreten, eine starke Opposition zu sein, damit die nicht tun und lassen können, was sie wollen. Und das ist so genau das Stimmungsbild gewesen. Ne? Was tut den Mächtigen und Regierenden am meisten weh? Eine Stimme für HC. Und das ist genau das, was die Menschen auch spüren. Und viele da sagen, wir werden alles tun, damit in Wien am 11. Oktober diesen rot-grünen Verantwortungsträgern, aber auch den ÖVP-Verantwortungsträgern auf Bundesebene, ja, dass wir denen zeigen, dass wir mit dieser Politik eben nicht einverstanden sind in vielen Bereichen und letztlich dafür Sorge tragen, dass du auch das politische Comeback schaffst, weil du für uns da bist. Und genau das ist der Punkt. Und so gesehen muss man angesichts der ganzen Corona-Entwicklungen natürlich auch sagen, ja, Corona-Rache mit HC Strache ist auch für manche eine Option. Und natürlich darüber hinaus weiß ein jeder, dass ich seit 15 Jahren als Original für die entscheidenden Inhalte konsequent eingetreten bin. Und da haben wir viele Probleme. Im Integrationsbereich, im Sicherheitsbereich, aber vor allen Dingen auch dort, wo gerade Rot-Grün eine besondere Verantwortung tragen, indem sie dem radikalen Islam ja, den roten Teppich in Wien ausgerollt haben. Und da werde ich ganz massiv auch dagegen halten. Und ich sage daheim statt radikaler Islam, weil ich solche radikalen Entwicklungen nicht weiter fördern werde und nicht zulassen werde, dass Kindergärten mit öffentlichen Subventionen bedient werden, die dann dem Dschihad und der Scharia das Wort reden. Das hat alles in unserer Gesellschaft nichts verloren. Und so gesehen freue ich mich auch, dass junge Künstler, die Teil des Team HC Strache sind, die hier auch mitgewirkt haben, ja, junge Künstler auch jetzt noch einen Song möglich gemacht haben, wo ich auch einen kleinen Beitrag leisten durfte. Der Song heißt HC is back. Ja. Lassen Sie sich überraschen. Ich möchte mich bei den jungen, anonymen Künstlern, die im Laufe der nächsten Tage sich da oder dort ja auch der Öffentlichkeit bekannt machen werden, bedanken. Denn da ist wirklich was gelungen. Ich glaube, ein toller Ohrwurm. Ja, und ich sage, ja, Falco-Style ist angesagt. Ja. Das ist auch das, was auch zu mir passt. Lassen Sie sich überraschen. Ich glaube, da ist was gelungen und das wird ordentlich ins Gehör gehen und eine gute Stimmung verursachen. Gemeinsam aufstehen. Für Wien? HC ist back in town. HC den Kämpfer dran, den für uns steht. Schauen wir uns gemeinsam an. Gemeinsam an, gemeinsam an, gemeinsam an. Für Schutz unserer Heimat, unserer Werte. Für guten Leuten statt Muizinkonzerte. Für starke Polizei auf unseren Straßen, statt unsere Leute zu entwerfen. Für leistbares Wohnen in der Stadt. Jeder Österreicher Vorrecht hat. Denn liebe Leute, werdet munter. Echter Wiener geht nicht unter. Wo sucht den Mächtigen wie ein Kaiser, der hat sie? Wo sucht den Mächtigen wie ein Kaiser, der hat sie? Wo sucht den Mächtigen wie ein Kaiser, der hat sie? Hat sie's back? Am 11. Oktober, liebe Wiener, unterstützt das Team HC, unterstützt das Team HC, unterstützt das Team HC.
und keine Kopien. Kein Corona-Kass mehr, die Wirtschaft trifft es irre schwer. Schnelle Hilfe für Betriebe, die gehen endlich her. Was ist mit Ludwig? Man hört und sieht nichts von ihm. Und der Blömmel? Er vergisst heut recht gern. Nepp und die Heber. Die lassen wir bleiben. Was tut den Mächtigen weh, ein Ketzer, der hat sie. Was tut den Mächtigen weh, ein Ketzer, der hat sie. Was tut den Mächtigen weh, ein Ketzer, der hat sie. Hat sie's bad. Yeah, 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 yeah. Was tut den Mächtigen weh, ein Ketzer, der hat sie. Was tut den Mächtigen weh, ein Ketzer, der hat sie. Was tut den Mächtigen weh, ein Ketzer, der hat sie. Am 11. Oktober, liebe Wiener. Unterstützt das Team HC. Unterstützt das Team HC. Unterstützt das Team HC. Was tut den Mächtigen und Regierenden am meisten weh? Eine Stimme für HC. Am 11. Oktober bei der Wienwahl hast du es in der Hand. Das System ist gegen mich, weil ich für euch bin. Andere Frage. Ich glaube, ein Ohrwurm ist gelungen. 7 Sticks habe ich dann mit für 7 Medienvertreter. Ja, da ist der Song drauf. Fragen? Alles gesagt. Wunderbar. Super. Gut, gut. Danke. Vielen Dank. Essen und Trinken gibt es dann.